Ein Deutsch, wie man Mixkrebs heilt und heilt. Stimme Angelo Piccone, schriftlich mit dem Mikrofon geändert. Wasser und wenn er sie tot frisst. Nein, der Polyp bevorzugt keine toten Keime, ist damit zufrieden, trocken zu sterben, frisst aber die toten Keime, die sich im Wasser befinden, nicht, so dass durch die Fortsetzung dieser Behandlung mit abgekochtem Wasser diejenigen sterben werden, die an Krebs leiden. Und als er zum Arzt geht, um sich selbst zu untersuchen, sieht der Arzt, dass er geschrumpft ist. Ist er verärgert, befiehlt ihm, diesen Polypen zu operieren, und der Patient ist von dem Tumor geheilt. Aber Vorsicht, hier kommt die Schönheit: wenn der Patient operiert wurde, der Tumor für immer entfernt ist und er das abgekochte Wasser nicht mehr trinkt und zum zurückkehrt Wasser des Rhythmus der Vergangenheit, kann oft und gerne vorkommen, dass einige Timoretti schnappen. Was passiert? Ja, das passiert, und sie werden lebendig, sie vergrößern sich, und der Patient wird wieder mit Tumoren infiziert, nicht nur einem, sondern mehreren, denn es kommt vor, dass man, wenn man den ausgetrockneten Tumor operiert hat, nicht in das normale Wasser zurückkehren darf, das wir vorher aber immer mit abgekochtem Wasser weiter getrunken haben, weil das Problem wieder auftreten könnte. Ich, was Gott aber zu Herzen genommen hat, dass ich hier in Deutschland in Darmstadt eine große Klinik bauen muss, und um diese Klinik zu bauen braucht es Gelder, aber ich bitte niemanden um irgendetwas, nur denen, die ohne Verpflichtungen geheilt werden. Angebot für die Mission in meinen Seiten und in meiner sozialen Arbeit gibt es Visitenkarten von Bankleitzahlen. Wer sich nicht beleidigt fühlt, fühlt sich für das, was ich sage, ja geehrt. Wenn du es auch nicht kannst, dass du geheilt wurdest, dass dir nicht geholfen wurde, mach es, das ist. Du kannst nicht, Gott weiß alles, es wird andere Leute geben, die es können und tun, aber die es nicht unbedingt tun müssen, bevor deine Entbehrungen kommen, dein Wohlergehen sowohl dir als auch deiner Familie, dann kannst du es manchmal sogar spät gebrauchen, das ist ein Wohl des Herrn. Dann kehren wir zu unserem Gespräch zurück, diese große Klinik hier in Darmstadt zu bauen. In dieser Klinik, wenn sie komplett gebaut wird, aber sie muss sehr groß sein. Weil für eine Kleinigkeit muss ich nicht sagen, dass sie groß sein muss, weil viele Seelen wird ankommen zu sein, so viele geheilt, und ich würde nicht sagen, tut mir leid, es gibt keinen Platz. Nein, das wird nicht passieren, weil diese großartige Klinik Sarah sehr groß ist, es wird Plätze für alle geben und es wird frei sein. Sie werden in dieser Klinik bleiben, bis sie geheilt und dann freigelassen werden. Wenn niemand geht, wird er um einen Cent bitten. Sie werden gutherzig sein, ein Angebot zu hinterlassen, wenn sie können. Wenn sie es nicht können, dürfen sie es nicht hinterlassen. Sie haben es vor dem Herrn, der sie ansieht,
wenn Sie können und da wir uns jetzt verstanden haben, Angebot zwischen dem Bau der großen Klinik, dass es alles geben wird mit Orthopäden, Chiropraktiker, die dem Knacken folgen, es wird Neurologen geben, es wird Krankenschwestern geben, es wird Maschinen geben, die Kranke transportieren und abholen. Alles wird dem Gesetz entsprechen, das verhindert alles in Ordnung. Es ist halt, dass es so, wie man sagt, hier in Deutschland frei, alle frei sind, und da alle frei sind, zahlen wir keine Steuer, da wir kein Ehrengeld bekommen, sondern Angebot an die Mission. Dies ist wichtig zu klären, und diese Klarheit ist gleichbedeutend mit menschlichem Respekt. Denn schon wenn ein Mensch mit der Idee abreist, jetzt nehme ich mir 2 Tage, 3 Tage die Woche, einen Monat, um meinen ganzen Organismus zu regenerieren, meinen Körper, einen Urlaub für das, was der Körper wiederherstellen muss. Siehe, ich habe dir alles noch da gesagt. Es ist eine weitere Information, dass nach all dieser Evolutionsreise diese Angebote stattfinden wird, die für die große Klinik genutzt werden, die wir hier in Darmstadt in Deutschland bauen werden, nachdem alles perfekt funktioniert, dass diese Angebote zunehmen werden, um sie zu bauen, der Tempel Gottes in Jerusalem. Aber weil ich gehen und den Tempel in Jerusalem bauen musste, gibt es in Jerusalem keine, die den Tempel Gottes bauen müssen, die den Tempel Gottes bauen können. Ich habe noch nicht gehört, dass sie gebaut haben. Mit dem Online-Video gelingt es aber, den im Bau befindlichen Tempel Gottes noch nicht zu bauen. Ich habe gehört, wenn jemand daran interessiert ist, den Tempel Gottes zu bauen, wird uns die Zeit und die Angebote gespart, die für diesen Tempel Gottes beiseite gelegt werden müssen, aber solange er noch nicht gebaut ist, wird niemand daran denken. Der Herr und die Unterzeichneten Angelo Piccoln, das ist die primäre Information, jetzt kommt die sekundäre Information. Die sekundäre Information ist, dass ich die Gelegenheit habe, meine Seite voranzubringen, www.gesulalocetelmundo.it. Auf dieser Seite, die ich weiterführe, sind bereits alle meine Videos in alle Sprachen übersetzt, die auf der Erde existieren, von denen, die ich übersetzen konnte, weil es noch viele Sprachen gibt. Sie sind nicht einmal ultimativ in der Übersetzung. Es braucht viel Zeit, um in alle anhaftenden Sprachen zu übersetzen, die es gibt, aber bereits in Englisch, in Französisch, Deutsch, Chinesisch, Türkisch, Spanisch, Albanisch, Russisch, diese Hauptsprachen, und es gibt immer noch einige, die ich im Moment übersetzt habe. Sie nicht kommt mir in den Sinn, aber ich sage Ihnen, diese Länder sind genug, dass ich meine Videos übersetzt habe, und sie sind auf meiner Website. Sobald Sie diese Website eingeben, die ich vor einiger Zeit transkribiert habe, öffnen Sie sie, sobald Sie die Seite senken.
Diese ist sobald auf der Seite der erste Link in allen Sprachen Video und Land Englisch Spanisch Deutsch in allen Sprachen sagt. Klicken Sie auf diesen Link und Sie finden alle Videos in Italienisch, Französisch, Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Ägyptisch, alle Sprachen. Sie finden alle Sprachen in diesem Link. Es ist eine separate Website, die ich Tag für Tag mit anderen Videos mit anderen Sprachen umwandle, bereits etwas, das ich für das Volk Gottes tue, um ihnen zu helfen, diesen Frieden, diese Freude zu finden, die sie zur richtigen Zeit brauchen, damit sie zumindest wissen, dass sie beim Betreten dieser Website tausende meiner Videos auf der ersten Seite finden werden, die Sie durch Klicken erleiden können drauf und speichern Sie das Video, wenn Sie es wollen, wenn Sie Platz auf dem Rechner haben. Wenn Sie keinen Platz auf meiner Seite haben, Sie finden dort immer separat, wenn Sie auf meiner Seite YouTube in meinem YouTube-Profil anklicken, dass ich mehrere YouTube-Profile habe, Sie finden Sie riesige Online-Videos. Da ich verschiedene Profile in Facebook habe, können Sie auch Facebook verwenden. Die in sind großer Bildschirm und es gibt 2, 3 Videos, 4 Videos in einem Video. Jetzt sind wir bereit. Es ist eine Situation, in der wir nur einem Video Ton geben und die anderen so unterstützend wie sichtbar sind, um den Geist zu beruhigen, während wir uns ein Video anhören, dass wir uns widmen, auch die anderen Videos, die automatisch geschrieben werden und auch die Fähigkeit haben, bestimmte Momente mit positiven Argumenten zu beruhigen, sind das fast schon letzte Information und ja, wir werden mit einem Gebet enden. Dieses Gebet wird kurz sein, nur der Herr weiß, aber wir werden ihm so sehr danken, wie wir können, um jemals in Ordnung zu sein. Ehre sei Gott, Halleluja. Jetzt, wenn ich bete, wünsche ich allen, die sich daran halten, das Gebet mit Geist oder Körper niederknien, und wenn Sie sich die Füße Jesu vor Ihnen vorstellen können und wenn Sie sich die Füße Jesu nicht vorstellen können, dass Sie es nicht können, dass Sie nicht die richtige Vorstellungskraft haben, bewegen Sie sich ein wenig weg. Während ich aussehe, fixiere deine Füße in deinem Geist und während du mit dem Geist auf deinen Knien bist, stelle dir mit dem Körper die Füße von Jesus vor, als wären es die Füße, die du gesehen hast, und du stellst dir vor, dass es jetzt die Füße von Jesus sind, du siehst, wie schön einfach wunderbar. Ehre sei deinem Vater, Ehre sei deinem Namen, guter Vater, himmlischer Gott, Liebe, am Ende dieses Videos müssen wir uns nur bei dir bedanken und vor den Füßen deines Sohnes Jesus auf unsere Knie gehen, auf die Füße deines Sohnes Jesus schauen und die Füße deines Sohnes Jesus küssen und diesen Kuss für dich, Papa. Ehre sei dir, Vater, Gloria, Halleluja, mein Vater, Ruhm geht an dich, Ehre und alles, was wir heute Abend mit unserer geistigen und materiellen Vorstellungskraft auf dich übertragen können,
Vater. Das heißt, du hast über so viele wunderbare Dinge gesprochen, so viele Dinge, die wir vorbereiten. Nach deinem Willen, Vater, und manchmal scheint uns Vater ein Meisterwerk vor unserem zu sein Augen, sondern ein Meisterwerk, das absurd erscheint, ein Meisterwerk, ein Vater, der scheinbar keine Rolle spielt, Glück, wenn man sieht, wie viele Seelen durch diese Dinge verloren gegangen sind, die wir heute Abend gesagt haben. Nach der Heilung ihres Körpers und ihrer Seele und des Vatergeistes wollen wir dir danken und dich preisen und preisen alle Tage unseres Lebens, dass wir in diesem Vaterland bleiben werden, bis du uns durch deinen Sohn Jesus entführst. Danke, Vater, für diese Gewissheit, die du uns noch einmal gibst. Vater, du bist uns entgegengekommen und hast uns heute Abend für uns alle gesegnet. Vater, wir rufen dich an, wir preisen dich mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Seele, mit unserem Körper und mit allem, was wir sind. Ich habe dich verlassen, Vater, weil Vater, wir lieben dich mit einer unermesslichen Liebe, einer unermesslichen Liebe, Vater, weil deine Liebe so groß ist, ist unsere ein eingeschränktes Abbild, aber nach deinem Bild gemacht. Vater, ich habe einen guten Vater, Celeste, segne heute Abend alle von oben und vergib uns. Danke, Vater, für dieses Gefühl Liebe, die du jedem von uns zeigst. Nochmals danke, Vater, für das, was du heute getan hast, während du die fällige Arbeit ausgeführt hast, während ich in jeden Teil des Lebens eintrete, den du mir noch hinterlässt, Menschen, und wenn es jemanden gibt, der Heilung braucht, Vater, Vater, hilf ihm, stütze ihn und bringe ihn und trage ihn weiter. Wir möchten noch einmal zu dir beten, Vater, für alle Witwen, die allein sind, haben niemanden, der sie segnet, auf sie können unter deinem Schutz stehen. Vater, segne den Vater wieder, die Kinder, die Waisenkinder, die Obdachlosen, den Obdachlosen. Vater, segne wieder diejenigen, die aus irgendeinem Grund im Gefängnis sind, die Verbrechen begangen haben oder andere. Vater, tun, dass sie mit dem Verstand zurückgehen und einmachen können. Kehr zurück zu dem Ort, an dem sie das Verbrechen begangen haben. Oder Verschlimmerung ihrer Schuld, und sie können verstehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dich durch deinen Sohn Jesus um Vergebung bitten. Vergib ihnen, Vater, aber dass sie sich in die Lage versetzen können, dich und deinen Sohn Jesus durch deinen Sohn um Vergebung bitten zu können. Jesus, sie können sich in dieses Leben einfügen, das du durch deinen Sohn Jesus bereitest, das große himmlische Jerusalem, damit sie auch ein Zuhause haben für diejenigen, die Buße getan haben und ihre Sünden bereuen werden, Drogenabhängige, die vom Laster besessen sind, können verstehen, dass sie mit dem Drogenkonsum etwas falsch machen, dass sie dein
Wort lesen können, dass sie dir durch deinen Sohn Jesus folgen können, und indem sie mit ihrer Spiritualität zurückkehren, finden sie Frieden durch deinen Sohn und sie heilen sich selbst, sie versetzen sich in einen Zustaltandin, einem Institutzentrum zu entgiften. Vater, erbarme dich dieser Menschen, segne sie von oben und lass sie Zuneigung finden, den Wert des irdischen und geistigen Lebens, den wir dir in Christus Jesus und gütigem himmlischen Vater noch vor Augen stellen wollen. Der in diesem, der ist der Moment, liegt in den Schwierigkeiten, die nicht durch diese Probleme am Werk sind, die von diesem Vater COVID-19-Virus übernommen wurden, der in den letzten Jahren die Wirtschaft, das Land und alle Institutionen, die derzeit dort sind, zerstört hat, uns unter Verschluss gesetzt. Vater, befreie uns von all diesen Unannehmlichkeiten dieses Virus, dieser Blöcke und dieser Kriege, die die Menschheit zerstören, wenn sie noch in diesem Ton weitergehen, wird es den dritten Weltkrieg geben und die ganze Welt wird zerstört. Vater, wenn es noch nicht der ist jetzt, von der Zerstörung dieser Welt befreie uns, Herr, von diesem dritten Weltkrieg. Möge der Frieden in allen Herzen auf der ganzen Welt triumphieren, mögen sie diese Existenz des Seins in Freude und Glück finden, mögen sie Frieden im ganzen Universum schaffen. Oder guter Vater Celeste, noch einmal bitten wir sie eine letzte Sache, unser Planet, die Atmosphäre hat ein Loch aufgebrochen, das so groß ist, dass niemand es schließen kann. Lüften das Klima der Wolken, die nicht zu unserem Planeten gehören, und unsere Jahreszeiten verändern. Im Moment haben wir weder Winter noch Sommer noch Frühling noch Herbst und nichts, und dieser Vater, nur du kannst diese Atmosphäre fixieren, dieses Loch schließen und unseren Planeten dazu bringen. Du hast ihn erschaffen, wie du ihn geformt hast. Du allein bist und Schöpfer, du allein bist der Arzt, du allein, Vater bist, der dies tun kann. Kriterien nach unserer Möglichkeit zu geben, nach unserem menschlichen Empfinden sagen wir dir, Vater, danke aus tiefster Seele, danke, Vater, im heiligen Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass du sie haben für immer gesegnet. Herr, segne alle im heiligen Namen ihres Sohnes Jesus. Amen. Gut in Gnade, erhalte gute Nachtgrüße. Von meinem Bruder Angelo Piccolin. Ich wiederhole immer, dass es kein Problem gibt, dass Facebook aus Gründen geschlossen wurde, die ich nicht kenne, aber wir haben ein zusätzliches Video gemacht im Handy, das alles gefilmt hat. So, das Video ist doch fertig und wird vielleicht heute Abend online gehen. Wenig kümmern wir uns darum, dass die Übertragung eingestellt wurde. Gott sei Lob und Ehre, Christus Jesus, Amen. Na, es ist ein Problem, dass Facebook aus Gründen geschlossen wurde, die ich nicht kenne, aber wir haben ein zusätzliches Video auf dem Mobiltelefon gemacht, das alles aufgezeichnet hat. Daher ist das Video vollständig dasselbe und wird vielleicht heute Abend online ausgestrahlt. Wenig interessiert uns, dass die Übertragung hat unterbrochen stattgefunden.
Gott sei Lob und Ehre, Christus Jesus, Amen nahe.